liebe Leute, willkommen zum zweiten Tag dieser Reihe. Und man sieht vielleicht, Wetter ist halt nicht ganz so geil. Da war es gestern viel geiler und ich hoffe, dass Mittag oder Nachmittag das Wetter auch wieder ein bisschen aufreißt. Wir fahren jetzt zum Tanken und dann schauen wir mal, was wir auch schon heute zu tun. Und ich bin echt voll einfach. Ich weiß nicht, ob es mich gut versteht, weil ich meine drei Schichten habe. Sturmhaube, Schlauchschal, sonst irgendwas, dass man jetzt kalt wird. Aber alle Fälle heute geplant. Ein bisschen Offroad, zum See wollen wir hin und zur nächsten Unterkunft. Und in dem Sinne, Abfahrt! So, trotz schlechtem Wetter, erster Zwischenstopp für heute. Wir fahren zum Hortaufsee vom Ersten Weltkrieg, das fahren wir jetzt einmal hoch. Und dann geht es Richtung Osten rüber, zu den nächsten Abschnitten, was wir geplant haben, und zur Ferienschule. Und hier soll anscheinend auch eine Schotterpassage dabei sein. Da schauen wir jetzt einmal. Ja. Also geradeaus oder wie? Jo, dann fahren wir erst einmal geradeaus. Hey. Gut. Achso. ABS einmal aus. Dann geht's da einmal links weiter. Boah, geilo. Links oder geradeaus? Einmal left. Ausgewaschene Rille. Sauber ausgeschwappt hier. So ein bisschen Kontenance, wenn man die Strecke nicht kennt. Oh! Dann warten wir mal. Carlo sagt mir Biker Art Trend. Geht's Luis. Und weiter an kleinen Päuschen. Boah, geil. Innen bleiben. Da bleiben wir auch innen. Ah ja, Final Destination. Haben wir es geschafft, Burm. Refugio. Sehr gut. So, Kinders. Ein Rifugio, keine Ahnung was das war, ich kann kein Italienisch. Oh, und da können wir die Wolken aufsehen. Jetzt geht's einmal retour, die anderen haben schon vorgefahren. Und dann geht's weiter, vielleicht bleiben wir beim Fort noch stehen aus dem Ersten Weltkrieg. Oder wir fahren gleich zu unserem Maxenpunkt auf der Liste, zu einem See und dann in die Berg auf. Da schauen wir einfach mal. Aber Offroad fahren, das habe ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren noch nicht gekannt. Die Strecken da auf, das finde ich halt sehr, sehr stark. So. Jetzt habe ich aber erst noch mein ABS aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Friends, dann bis gleich. Hey! Oh, cool. Boah, da ein Foto machen. Ja, machen wir da mal kurz Lucky. Alter, epic moment. Wie das Fort heißt, weiß auch keiner, oder? Wo geht's da rein? Oh. Da, gleich rein ins Loch. Ist eine starke Nummer. Musik.
Ah, so Kinders. Und jetzt fahren wir zum Seetruck. Wir werden aber, haben wir vorher beschlossen gehabt, nicht alles fahren, was wir geplant haben, weil wegen Pisswetter und wegen Nebel hast du keine Aussicht, nicht? Drohne kostet für heute auch vergessen wahrscheinlich. Morgen müssen wir schauen. Da verkürzen wir den heutigen Tag einfach einmal. Und ja, jetzt auch mal ihre Tour. Nächstes Ziel. Ja, wie man sieht, in den Berg hängt schon sauber der Nebel drin. Da werden wir halt keine großartige Aussicht mehr haben, wenn wir irgendwo auf wollen. Schauen wir mal, was hier gibt für den restlichen Tag. Eine Ewigkeit später. Ah, ja, dieser Kackregen. Hey, wenn es nicht so nass war, war das bestimmt, Alter. War das bestimmt geil zum Fahren, aber ja, hilft ja nichts. Kleiner Reminder an mich selber, zwei Sachen, die ich zu bemängeln habe in meiner aktuellen Situation. Wasserdichte Handschuhe brauche ich nächstes Mal unbedingt auf alle Fälle. Zweite Geschichte ist jetzt eher mir so ein kleines Kriterium, was mir jetzt nicht unbedingt stört. Aber war das schon geiler, wenn du einen anderen hast, an Helm. Weil die Brille, die ist von innen angeschlagen, von außen regnet es drauf, der Schaumstoff außen um mich. Der ist nass und da sehe ich nur die Hälfte gefühlt. Ich hätte mal einen anderen Helm, bitte mal meinen alten Helm. Hätte ich das Visier draufbauen können, da glaube ich, da bist du, wenn du einmal weiter wegfährst, wie jetzt hat. Da glaube ich, da bist du bei Reisen viel, viel besser aufgestellt. Muss ich mal schauen, egal. Ich glaube, weit haben wir es nicht mehr, weil das Schiedel ist schon druckstanden. Vom See, wo wir hier wollen, werden wir hoffentlich gleich da sein. Aber ein bisschen kalt. Meine Bratzen sind kalt. Hey, das ist mein Ausbruch. Wer hat noch nicht? Ich will noch mal. Ja, ist nett. So Friends, next destination, wir sind wieder unterwegs. Wir fahren jetzt nur Schotterscheiben. Schauen wir dann, ob wir da nur was machen, was wir eigentlich geplant hätten, oder ob wir das dann lassen. Ja, halt. So, schauen wir einfach mal. So, geht's wieder bergauf, auf wie auf den Berg. Es geht Luis. Wir fahren jetzt quasi von der anderen Seite, fahren wir jetzt über den Berg oder fangen die Strecke an, wo wir letztes Jahr aufgehauen. Schaut euch mal oben rechts das Video an, das ist quasi von der gegenüberliegenden Seite, fangen wir jetzt hier an und dann tun wir uns einmal über den Berg arbeiten, sofern da nicht irgendeine Baustelle oder ähnliches ist, sollte man die Runde heute zumindest jetzt abschließen können, was wir letztes Jahr nicht geschafft haben. Und dann cruisen wir uns da mal langsam rein. Ein bisschen Enduro wandern hat schon was. Schön, gemütlich, gar kein Stress. Richtung geht es bis dann. In diesen. Ah, geil. Hat schon was. Eieieiei. Das muss zum Trocknen. Bleibst du so drin oder soll ich dich verpixeln? Ja? Weiß ich noch nicht. Weiß noch nicht. Okay. Schauen wir dann. Okay, was sagst du offroad-technisch? Bewertung von 1 bis 10, gut, schlecht, bis zufrieden? Ja, ist ja das erste Mal, dass ich jetzt mit dir ins Gelände fahre, quasi. Doch, finde ich gut. Ist halt, ja,
ist halt schwer. Aber ja, das glaub ich. Passt gut. Also ist wie beim... Bei der anderen GS war das auch. Du meinst, du kommst da nicht drüber und dann fährst halt quasi ein Bulldog. Und das Ding fährt halt drüber. Das ist schon witzig. Was seid ihr denn eigentlich? Vier schon. Uff. Uff. Dann müssen wir uns da langsam mal schicken, hey. Wenn hier kein Zwischenstopp vonnöten gewesen wäre. Uff. Aber ich finde die Szene gerade irgendwie cool. Das passt schon. So Friends, hiermit beende ich das Video. Am höchsten Punkt haben wir jetzt. Jetzt fahren wir zum Hotel holen. Wetter, ja, ist ein bisschen besser geworden. Aber da müssen wir morgen einmal hoffen, dass es nicht regnet. Und ja, schauen wir einfach einmal. Na, wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, Glocke, ihr wisst das eh. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.